Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Wir sind zurück und ja, wir gucken mal, ob wir die Speerpinguine dementsprechend finden. Ich habe mittlerweile wieder, das Wetter ist ein kleines bisschen besser geworden. Wir haben mittlerweile hier, vorne ist die, ich zeige es euch kurz auf der Karte. So, und zwar, wir sind jetzt gerade hier irgendwo, hier hinten irgendwo. Wir müssen mal gucken, man kann ja wahrscheinlich irgendwie hoch. Ich würde tatsächlich mal, da hinten ist eine Höhle, also gerade ist die Sicht tatsächlich ausnahmsweise mal ansatzweise vernünftig. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwie uns zurechtfinden, beziehungsweise ob wir irgendwo weiterkommen. Wir müssen nach wie vor noch zu diesem Pinguin, beziehungsweise dort ist ja, das wissen wir bereits aus dem PDA, das Antigen für die Pinguine, beziehungsweise die, für den Kara-Regner. Leider sind wir aber da noch nicht. So, da war es ja nicht. So, hier waren wir schon drin. Das war die falsche Höhle auf jeden Fall. Wir gucken mal. Ich glaube allerdings, wir müssen wahrscheinlich von der anderen Seite hoch. Also ich finde das hier mega. Also ich weiß nicht, ob es anderen natürlich aus, ob es anderen auch so geht. Mir geht es zumindest so. Es ist mega verwirrend, diese Höhlenstrukturen allen drum und dran. Waren wir jetzt hier? Hier sind wir nicht durchgekommen. Hier waren wir aber auch schon, oder? Ich glaube, hier waren wir auch schon. Hier sind wir. War das nicht auch, wo wir noch ein PDA gefunden haben? Und ja, genau, hier oben. Das ist aber nicht das Richtige. Kein Signal. Ach, guck mal, das ist das hier. Das führt hier auch rein. Das Problem ist, es sind halt die Höhlen. Die sind alle miteinander verbunden, mehr oder weniger. Es ist wirklich so gut wie alles miteinander verbunden. Und ich finde es einfach nur mega verwirrend insgesamt. Dass man nicht weiß, wo man lang muss. So, wir gehen mal ganz kurz hier raus, weil wir kurz Nahrung und Wasser hier uns aufsammeln können. Dementsprechend wunderschön. So, und ich habe leider wirklich keinerlei Orientierung, wo ich gerade bin. Das ist alles an Karte, was wir haben. Ohne irgendeinen Punkt, ohne irgend alles. Das macht es halt auch nicht gerade besser. Ich weiß, das sind alles Ausreden, aber es ist leider so, tatsächlich. Ich bin nicht die hellste Birne, was Kartenlesen angeht, leider. Jetzt gelandet. Im ganz falschen Biom unterwegs, oder? Nur wieder ganz falsch. Nee, ich will mal zurück. Wir werden das irgendwie, werden wir das geschaukelt kriegen. Muss ja wohl zu finden sein. So. Vor allem, es geht halt noch überall ins Wasser. Die Höhlen sind alle untereinander verbunden. Zusätzlich haben wir tatsächlich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Absicht ist, also wir haben durchweg beschissenes Wetter. Also wirklich durchgehend. Wetter, mit dem man halt echt nichts anfangen kann. So, hier ist das. Und das hier müsste eigentlich das mit dem Pinguin sein. Und hier oben drauf, glaube ich, ist allerdings die Höhle mit dem Pinguin. Hier geht es zwar auch rein. So, wir sind jetzt bei dem Wasserfall eigentlich. Und da führt so eine Unterführung durch. Wobei, stimmt das eigentlich? Ist das, oder wir sind direkt auf die falsche Seite einfach nur. Hör ich aus, dann. Wir gucken mal auf die andere Seite. Wobei da das Wasser nicht weitergeht. Nee, das hier ist der Eingang. Eigentlich direkt über uns da hätte das mit dem Pinguin sein müssen. Hier ist das Wasser. Hier macht das Wasser die Biegung. Hier ist die Biegung des Wassers. Danach führt das Wasser hier unten entlang. So, und hier hinten müsste das mit dem Pinguin sein. Also es ist halt, ich weiß ernsthaft nicht, was das hier mit dem Wetter halt soll. Also, ich habe prinzipiell eine Sicht immer unter Null. So, hier ist das. Hier rechts von mir ist die Höhle. Und hier müsste das mit dem Pinguin sein. Das ist doch die gleiche Höhle, wo wir gerade schon waren, oder? Hier ist gar nichts. Hier ist er. Hi. Ja, ja, ja. Oh, wir müssen mal unseren Anzug reparieren. Eigentlich sind wir hier genau richtig.
Wir müssten praktisch hier drin stehen. Laut Karte. Tun wir aber nicht. So, meine Verwirrung. Das Wetter ist. Es ist halt. Es ist eine Sekunde klar und danach ist es wieder, wieder zugezogen alles. So, also. Nochmal ganz kurz zur Karte. So, ich bin jetzt. Also hier. Hier geht die Brücke drüber. Dann ist hier nochmal ein kleines bisschen Wasser. Und hier ist ein Höhleneingang. Da ist ein Höhleneingang. Und hier sind wir eigentlich. Wir sind genau. Wir stehen eigentlich genau drauf. Und das ist das, was mich gerade echt kirre macht. Dass wir prinzipiell genau da stehen, wo wir hin müssen. Aber anscheinend es trotzdem nicht tun. Weil hier müsste irgendwo, eine Höhle sein, wo wir mit dem Speerpinguin logischerweise dann rein können. Tun wir nur leider nicht. Oder ist das Ding unter Wasser? Aber wie tief geht's denn hier hoch runter? Das Schöne ist natürlich auch unter Wasser ist die Sicht natürlich exakt genau das gleiche. Also gegen Null. Nee, ist auch nichts. Oder es ist irgendwo oben drüber. Aber eigentlich wäre das genau, müsste das genau hier sein. Aber wir hängen uns hier mal kurz dran. Also wir sind bei den Pinguinen, wir sind exakt bei... Also wir sind eigentlich genau hier. Es ist nur nicht da, was ich hier finden möchte. Ach nee, es ist das hier. Wenn es das jetzt ist, kriege ich... Dann kriege ich Krise. Wenn es das jetzt ist, kriege ich echt die Krise. Das ist es. Oder? Nee, hier waren wir schon. Ich krieg die Krise. Das ist diese... Oh, Alter! Sam must have stashed this here. She was gonna use this antibacterial agent to neutralize the bacterium. Okay, wir haben das Gegenmittel. Und wir haben zweimal Magnet... Alter, ich krieg echt die Krise. Das ist natürlich... natürlich ist es genau da, wo wir jetzt zuletzt gesucht haben. Beziehungsweise ich bin 2000 Mal dran vorbei... dran vorbeigelaufen. Das ist so schlecht übrigens. Hallöchen. Kommst du ja nicht an mich ran, oder? Hehehe. So, wir müssen... Hallo? Einsammeln? Okay, es kommt doch irgendwie an mich ran. Ganz ehrlich. Haust du freiwillig ab, oder muss ich dich töten? Ich will dich eigentlich gar nicht töten. Ich könnte, wenn ich wollte, mein Freund. Wir haben das, beziehungsweise haben es noch nicht, aber wir haben es eigentlich das Gegenmittel jetzt gefunden. Alter, wir gucken uns jetzt gleich nochmal an. Jetzt ist aber das Wetter mal ansatzweise so, dass man zumindest kurzzeitig was sieht. Hallo? Kann ich den nicht mehr einsammeln? Cool. Hä? Wieso? Ich würde gerne meinen Speerpinguin wieder einsammeln. Jetzt geht's. Willkommen an Bord, Captain. So, können wir das jetzt herstellen? Das Gegenmittel? Mal gucken, wo es gelandet ist. Kriegen wir dafür auch noch ein paar mehr Informationen? Wir kriegen für alles Informationen, nur fürs Gegenmittel nicht. Ihr merkt vielleicht meine Stimmung. Ja, Gegenmittel tatsächlich. Feuershodo und ein Eiskorb. Okay, das ist einfach. Gegenmittel können wir jetzt herstellen. Wir kriegen keine weiteren Informationen zum Gegenmittel. Anscheinend ist es völlig unwichtig. Sie wollte diesen antibakteriellen... ja, genau. Ist das dein Ernst? Oh. So, wir gucken uns jetzt nochmal um. Also, wir sind genau richtig gewesen. Meine Vermutung war auch genau richtig. So, warte mal, wir sind von... Genau, von hier hinten sind wir die ganze Zeit gekommen. Das Wetter ist schon wieder so beschissen. Genau, hier geht es nämlich über die Brücke. Hier hinten ist das mit dem, ich zeig's mal. Hier hinten ist, also hier ist das. Dann geht hier dieser Fluss lang, dann geht's hier über diese Brücke. Und hier hinten, hier war ich doch gerade die ganze Zeit. Wieso bauen die das? Das ist links in die Wand reingebaut natürlich. Hier,
ist das, das ist mehr oder weniger hier. Die zeichnet es aber in die Mitte. Mhm, schon recht. So, dann können wir hier an der Seite, das ist ein Aufgang, hier an der Seite nach oben. Wir gucken jetzt mal nach da hinten, logischerweise, was da ist. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, Alter, dann kill ich dich. Ich bin eh gerade nicht amüsiert darüber, wie das hier lief gerade. Wirklich nicht. So, hier sind halt auch noch 2 Millionen Höhlen. Waren wir da jetzt schon drin? Ja, ich glaube schon. Feuerschoten. Ja, hier sind noch 2 Millionen andere Gegenstände, die wir looten. Oder 2 Millionen Aufgänge und so weiter und so fort. Hier müssten wir jetzt in das Waldbiom kommen. Also in dieses purpurne Waldbiom. Wo wir auch schon waren. Sicht natürlich wieder beschissen. Wer hätte es gedacht. So, wir müssen eigentlich jetzt hier nach... Wenn wir hier nach links gehen, müssten wir in diese Höhle kommen, oder? Ah. Oh, hier war... Hier waren wir, oder? Das müsste das... Das müsste das mit dem PDA sein. Wo wir hoch... Wo wir nicht mehr runtergekommen sind. Ich glaube, ja. Oder? Wir gucken mal drüber. Ja. Okay, das ist das hier. Da waren wir schon. Wir haben jetzt hier rechts von uns so einen Speerpinguin, wo man suchen können. Und hier ist das. Hier ist auch nochmal sowas. Und hier vorne ist die Antenne irgendwo. Wie man nicht sieht, aufgrund des relativ... Ich will mich gar nicht beschweren. Das Wetter ist sogar ausnahmsweise mal ansatzweise okay gerade. Ich glaube, ich beschwere mich mal lieber nicht, sonst wird es eh gleich wieder schlechter. Wir haben ausnahmsweise gerade mal halbwegs vernünftiges Wetter. Wo geht's denn hier hin? Laut Karte gibt es den Ort hier gar nicht. Hallo, das ist ein Ort, den darf es gar nicht geben. Was ist das hier? Wir sind hier irgendwo noch rein. Das sieht tatsächlich eher so aus, wie wenn wir jetzt erst hier am Rand sind. Okay, hier ist aber nichts Besonderes. Okay, hier fangen die Wälder an. Gegenüber davon, eigentlich auf der exakt anderen Seite, das heißt, eigentlich hier gegenüber, müsste nochmal ein Speerpinguin sein, wo man Speerpinguin reinschicken kann. Scheint aber nicht, beziehungsweise, ja. Das andere Problem ist natürlich auch, jetzt sieht man, das sieht man hier ganz gut, sind die zig verschiedenen Ebenen, die man hat. Auch von hier unten kam er gerade. Man hat dann nicht nur die, man hat wirklich sehr, sehr viele Ebenen. Ja, ich finde es sehr verwirrend einfach. Haken wir's ab. Wir haben das Gegenmittel, ich weiß zwar nicht, wofür wir das Gegenmittel brauchen, klar, K-Erreger. Problem ist, wir haben beim ersten Teil beispielsweise gibt es eben die Fische beispielsweise, die sie Punkte oder Pusteln hatten, wo man dementsprechend die Fische oder insgesamt man sich halt heilen konnte oder heilen musste. Das ist hier beispielsweise ja gar nicht der Fall. So, hier waren wir schon. Sondern hier ist der Erreger anscheinend noch nicht freigesetzt. Und ja gut, wir haben jetzt das Gegenmittel. Müssen wir gucken, wofür wir dann das Gegenmittel brauchen, aber wir haben ja noch einiges zu erkunden. Also wir sind noch lange nicht durch. Auch das hier beispielsweise, dass man hier nochmal irgendwie 10.000 Kilometer nach oben kann und so weiter und so fort, ist auch, naja, speziell würde ich es mal nennen wollen. So, wir müssen mal nach da hinten noch rein. Hier waren wir schon. Hier rechts, ich lasse jetzt mal, also wir haben das haben wir gefunden. Ich glaube, die restlichen sind relativ irrelevant. Zumindest auch für die Story, denke ich mal. Was wir jetzt schnell mal machen können, weil wir gerade hier sind, weil wir gerade nichts an unserem Arsch kleben haben, was uns angreifen würde. Wenn wir hier mal schnell unseren Anzug reparieren. Unseren Krebsanzug. Der hat es bitter nötig. Und ja, das Wetter wird schon wieder mieser. Aber hübsch eigentlich. Mit dem Wäldchen hier. So, hier hinten ist die Antenne. Hier hinten ist die Antenne. Und neben der Antenne ist ein Durchgang. Und den würde ich, da würde ich gerne durch. Durch diesen Durchgang. So, sonst dürfte hier nicht viel mehr weiter sein. Man kann tatsächlich mal 3 Meter gucken in dem Spiel. Das ist auch schön. Eher selten. Aber das mal immer Rega kurz mich gerade an, dass ich diese scheiß Höhle ewig nicht gefunden habe. So. Genau, und hin geht's in die Höhle rein. Da will ich durch. Und hier haben... Hier haben wir nochmal die Antenne. Mit der man nichts anfangen können. Das ist einfach nur wahrscheinlich so ein Point of Interest, damit man weiß, okay, da ist irgendwo, dass man sich orientieren kann.
Wenn man es kann. Ich kann es anscheinend nicht. Aber gut, wir haben es soweit geschafft. Ah, hier kommen wir nicht durch. Oder wie? Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Havan Ivano, Sicherheit. Kupfer, oder? Ja, Kupfer. Okay, wir gehen durch diese Tür durch. Keine Panik. Ich will mich aber erstmal umgucken, was hier noch ist, weil das ist eine sehr große Höhle. Oh, hier waren wir noch gar nicht. What happened here? I sense many things here. Death among them. Der Tod. Okay. Okay. Ja. Da ist definitiv was Interessantes da hinten. Aber wir gehen jetzt erst durch die Sicherheitstür. Bevor ich es vergesse. Beziehungsweise bevor ich das ignoriere, weil wir irgendwas anderes Cooles finden. Bin mal gespannt. Vielleicht werden wir gleich angegriffen. Strange place for a security bunker. Sicherheitsbüro. Did the person who worked here also live in storage? In einem Speichermedium. Das ist ein Raum. Ja, sowas hätte ich gerne. Sowas ist cool. Oder sowas für die Wand. Den Kühlschrank, den können wir schon. Also hier hätten wir auch wieder Zeug. Guck mal hier, ein Leviathan. Das ist noch vom ersten Teil. Nehmen wir logischerweise mit, das ganze Zeug. Parvans Bett. Okay. Oh, eine neue Musikbox. Auch hier ist so ein Heizstrahler, wäre cool. Parents Bed haben wir gescannt, okay. Da liegt auch ein PDA. Ich würde gerne das Laborzeug nach wie vor oder ein paar Akten, den Heizstrahler und so weiter. Ich finde es cool, wenn man das mitnehmen könnte. Irgendeine Echse. So, Jukeboxplatte. Haben wir mittlerweile auch ganz viele. So, das gucken wir uns auch gleich an. Was ist hier drin? Kniepürscherfell. Ja, warum denn nicht? Sowas hier hätte ich auch. Ich hätte. Es gibt so cooles Zeug. Wir können auch sowas für die Wanddeko. Es ist sowas. Wir haben es. Es gibt. Ah, es gibt so cooles Zeug. Oder so eine Tür. Kann man leider alles nicht benutzen. Und mitnehmen. Was schade ist. So, wir lesen erstmal den hier. My dearest Adeline at Rosita. Ah, not dearest. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here, and... Oh, no. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Am I kidding? I can't send this. What's the use? So, keine weiteren wichtigen Informationen tatsächlich erhalten. In dieser Nachricht, aber wir haben ja noch eine. So, mal ganz kurz hier. Ah, Überwachungskameras, die irgendwelche Höhlen zeigen und irgendwelches Zeug. Wovon ich zumindest jetzt noch nicht schlau werde. So. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. Then what were you whispering about with Vin? Nothing. That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you were trying to cheat? But no cheating occurred, so what does it matter? It matters to team morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there? I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh, Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. That's true.
Have Emmanuel put that in my next eval. Very persistent. Okay. Das ist tatsächlich relativ irrelevante Informationen. Zumindest für mich jetzt. Okay, ein Sicherheitsbüro haben wir hier gefunden. Wo Dinge überwacht werden. Anscheinend, aber gut, wenn du ja extra ein Sicherheitsbüro einrichten, muss es ja irgendwas zu verstecken geben. Beziehungsweise irgendwas zu bewachen geben, nicht zu verstecken geben. Obwohl, vielleicht auch das. So, wir gehen mal nach oben und gucken mal, was wir da hinten gefunden haben, wo Alan sich auch gemeldet hat. Ich würde nach wie vor auch gerne das hier... Das Altbekannte. Ja, hallöchen! Alter. Okay. Kann man einen Scanner rausholen. Alter. Oh, das Riesenvieh. Aber eingeeist. Cooler Kran. Okay, die haben versucht, das Vieh hier auszubuddeln oder einzubuddeln. Ja, eher ausbuddeln wahrscheinlich. Scanner einsammeln. Scanner einsammeln? Oh. Halskette einsammeln? Was liegt hier rum? Haben wir jetzt tatsächlich noch einen Scanner eingesammelt? Keine Batterien. Interessant. Okay. This was Sam's necklace. She never took it off. Oh. Sams Halskette. Okay. Alter. Der Ausflug hat sich mal richtig gelohnt. Untersuchungsbericht Bergungsstätte P. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? Samantha Ayoy, ist das Sam, unsere Schwester, tot aufgefunden? That your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I am detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned, worried. I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Wir stecken das relativ gut. Also es ist tatsächlich, es ist unsere Schwester halt, die hier tot vor dem Höhlen angefangen hat. Das stecken wir ein bisschen gut weg, finde ich, tatsächlich vom Dialog her. Okay, und es hängt irgendwie, ja, anscheinend selbst sabotiert. Es passt alles nicht zusammen. So, wir spielen das nochmal ab, weil wahrscheinlich, wir gucken das uns hier nochmal an, weil was gefehlt hat wahrscheinlich. Es scheint, dass der Tod deiner Schwester mit erheblicher Zerstörung einherging. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie würde niemals eine Basis zerstören. Naja, zumindest nicht grundlos. Bist du irgendwie durcheinander? Ich nehme mehr als nur ein Gefühl wahr. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich desillusioniert, besorgt. Ich dachte, ich würde es dann besser kennen. Okay, der Rest ist ganz normal. Die wurde tot am Höhleneingang gefunden. Darauf wird gar nicht weiter eingegangen. Finde ich ein bisschen seltsam tatsächlich. Und ja, ob es zusammenhängt, ob sie das Zeug hier sabotiert. Klar, sie möchte natürlich...
Es ging ja unter anderem um den... Das hier ist der, muss ja der Leviathan sein, der im Eis eingeschlossen ist, wovon wir schon viel gehört haben. Und den Kara-Erreger auch. Wir haben ja das Gegenmittel mittlerweile gefunden. Und sie möchte verhindern, dass wahrscheinlich entweder das... Ach, der ist... Aha, guck mal hier, der ist infiziert. Der Leviathan, der im Eis eingeschlossen ist, also das Vieh hier, das ist infiziert. Hier sieht man auch diese grünen Pusteln vom Kara-Erreger. Also der hat den Kara-Erreger in sich. Haben wir ein Gegenmittel eigentlich tatsächlich... Ja, wir haben ein Gegenmittel da, auch wirklich eingesammelt. Das heißt, ich muss keins produzieren, weil wir können es zwar... Wir können es reproduzieren, ist aber mit Aufwand verbunden, wir haben keinen Scanner da. Alter. Okay, wir könnten mit dem Gegenmittel ihn heilen. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Und ob unsere Schwester wirklich tot ist oder nicht tot ist, das... Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Persönliche Einschätzung. Okay, hier oben liegt auch noch ein PDA. Sieht so geil aus. Ich liebe dieses Spiel. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead, cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now, what's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. Okay. Uns ist hier nichts weiter. So, ich will natürlich wieder gründlichst vorgehen. Das heißt tatsächlich alles irgendwie versuchen einzusammeln, zu scannen, zu finden, was irgendwo irgendwie wo rumliegen könnte und in welcher Ritze auch immer. Das gelingt mir ab und zu auch nicht, gerade beim Gegenmittel finden beispielsweise. Okay, Alter. Das Ding ist schon groß. So, Flutlicht, okay. So, Wasserreinigungstabletten. Ich glaube, mein Inventar ist recht voll. Oh ja, mein Inventar ist recht voll. Ist die Frage, was wir noch alles finden und was wir noch einsammeln können. Glas einsammeln. Da, das Zeug würde ich einfach gerne mitnehmen und bei mir in die Basis reinstellen. Fragment eines Speerpinguins. Erweiterter Kabelsatz. Wir müssen mal ganz kurz... Wir werden es so machen. Ja, wir werden es so machen. Wir laufen mal ganz kurz zurück zu einem Krebsanzug und werden da Zeug reinlagern. Ihr wisst ja, wie ungern ich Zeug zurücklasse. Ich hoffe, wir lösen jetzt nicht irgendwelche Skript-Evente aus, wenn wir zurücklaufen, weil wir Leviathan gerade gefunden haben. Wir gucken uns die Leviathan gleich an, aber wir gehen jetzt erstmal zurück. Und werden erstmal das Zeug auslagern. Dann würde ich sagen... Sorry dafür, aber wir beenden die Folge und wir schauen uns in der nächsten Folge den Leviathan genauer an. Weil wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten und das würde jetzt, glaube ich, sonst insgesamt zu lange dauern. Ich weiß nicht, was da noch... Nicht einsteigen, was da noch alles kommt. Das heißt, wir machen für die Folge tatsächlich Schluss und schauen uns in der nächsten Folge dann den Leviathan erst an. Ich weiß, ich bin gemein, aber dann schalte in der nächsten Folge einfach wieder ein. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich nehme mal... Magnetit. Und das letzte kriegen wir wieder nicht raus, weil... Ja. Ist auch gemein. Okay, Magnetit haben wir nochmal eingesammelt. Also da haben wir mittlerweile auch einiges. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bye, Subnautica, Below Zero. Gerne trotzdem ein Gefällt mir da lassen. Und freut euch auf die nächste Folge. Und dann gucken wir uns den Leviathan genauer an. Und mal schauen, vielleicht können wir ihn irgendwie mit dem Gegenmittel heilen. Ciao, ciao, macht's gut.